Das Aus- und Fortbildungszentrum Weimar im Bildungswerkbau Hessen-Thüringen liegt im Norden der Thüringer Klassikerstadt. Unsere modernen Ausbildungshallen bieten ideale Voraussetzungen für die berufliche Aus- und Weiterbildung. In unserem Gästehaus bieten wir Platz und Komfort für bis zu 48 Auszubildende und Weiterbildungsteilnehmer. Der bestens ausgestattete Freizeit- und Fitnessbereich ermöglicht es Ihnen, sich in unmittelbarer Nähe zum Ausbildungsort körperlich fit zu halten und zu erholen. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt. In unserer Cafeteria bieten wir neben warmen Gerichten eine Vielzahl von Snacks sowie warmen und kalten Getränken. Unsere besonderen Stärken liegen neben der allgemeinen Grundlagenausbildung in der Umsetzung von Berufsorientierungsprojekten und in den Kompetenzbereichen Tiefbau, Straßenbau, Fliesenbau, Stuck und Holz und Bautenschutz. In der Aus- und Weiterbildung im Bereich Holz- und Bautenschutz sind wir als überregionaler Bildungsdienstleister tätig. Auch die dreijährige Ausbildung zum Stuckateur genießt über die Thüringer Landesgrenzen hinaus großes Ansehen. Als angehender Stuckateur lernen Sie bei uns, dem Haus ein Gesicht zu geben. Zu Ihren späteren Aufgaben gehören neben der Farbgestaltung auch Ausbau- und Stuckarbeiten, sowohl im Neubau als auch bei der Sanierung historischer Gebäude. Der Beruf des Stuckateurs ist eigentlich relativ vielfältig. Man muss Kenntnisse haben im Umgang mit Gips, Trockenbau, Wärmedämmung, Putz ist sehr wichtig. Wir haben Mauerwerksbau mit drinne, ja. Also alles das, was das Bauhauptgewerk ausmacht, muss auch der Stuckateur in gewissen Teil mit können. Viel Geduld braucht der Lehrling. Wir haben Arbeiten, die über mehrere Tage gehen. Da braucht man wirklich viel Geduld. Wir haben die Sachen Geometrie, Dreiecke, Kreise, Aufteilung und so weiter, was da alles zugehört. Die theoretischen Grundlagen werden sowohl in der Ausbildung als auch im späteren Berufsalltag immer wieder angewandt. Ob bei der Durchführung von Vermessungsarbeiten, der Herstellung von Schablonen, Lehren und Formstücken oder bei der Anfertigung von Stuckelementen. Die Geometrie ist eine wesentliche Arbeitsgrundlage des Stuckateurs. Kreativität, Geschick und ruhige Hände sind wesentliche Voraussetzungen, um als Stuckateur bestehen zu können. Filigrane Arbeiten werden Sie in diesem Beruf immer wieder ausführen müssen. Und das nicht nur bei der Erstellung kunstvoll verzierter Stuckelemente. Der Stuckateur tut auch Figuren und so weiter vervielfältigen. Dazu gehört der Formenbau, also das Umgang mit Silikon. Dementsprechend, ob ich das nun von der Wand abnehme oder als Figur direkt vor mir zu stehen habe, muss ich eine Form bauen, dass ich dann dementsprechend die Form oder diese Figur dann vervielfältigen kann. Ein nicht zu unterschätzendes Arbeitsfeld finden Sie als Stuckateur in der Sanierung alter Bausubstanz. Unzählige historische Häuser, die dringend einer Sanierung bedürfen, sind Ihre Garantie auf einen sicheren Arbeitsplatz. Wir sehen Schloss Ettersburg, wir haben in Erfurt, in Weimar und Umgebung, Arnstadt und so weiter, sehr viele Gebäude, die restauriert werden müssen und dementsprechend auch die Stuckateure dort angetroffen werden bzw. gebraucht werden. Mindestens genauso gefragt wie die Stuckateure sind die Straßenbauer. Deren Ausbildung hat sich zu einer Kernkompetenz unseres Aus- und Weiterbildungszentrums entwickelt. Als angehender Straßenbauer sollten Sie vor allem kräftig zupacken können. Schon während der dreijährigen Ausbildung werden Sie oft im Freien arbeiten und stets körperlich gefordert. Der Beruf des Straßenbauers umfasst viele Gewerke. Und zwar einmal, er muss das Setzen der Borde lernen, das Pflastern lernen, er muss Rohre verlegen, weil es ja auch entsprechend im Gewerk mit drin ist. Und natürlich auch wichtig, Vermessungsarbeiten durchführen. Das Übertragen von Höhen, Arbeiten mit Nivelliergeräten, mit Lasern und natürlich auch dann in der Praxis draußen mit Technik. Das handwerkliche Know-how ist trotz aller Technik von elementarer Bedeutung. Als angehender Straßenbauer individualisieren Sie mit Ihrer Arbeit Marktplätze, Gehwege und Straßen. Selbstverständlich umfasst Ihre Ausbildung auch die Bedienung der modernsten Technik. Doch das Pflastern ist und bleibt Handarbeit, die von der Pike auf gelernt werden muss. Wir unterscheiden im Straßenbau einmal die Natursteine und die Kunststeine. Die Kunststeine sind künstlich hergestellte Steine aus Beton, die sag mal, beim Verlegen und beim Setzen
herkömmlich nicht so schwierig sind, weil man viele Hilfsmittel hat zum Abziehen. Man kann also viel in einer kurzen Zeit verlegen. Die Natursteine, die sind schwieriger. Da muss man die Verbände beherrschen, vor allem die Pflasterregeln. Und muss entsprechend dann auch die Verbände beherrschen, vom Tiefpunkt zum Hochpunkt, die Fugen eng halten und auch die ganzen Nacharbeiten beherrschen. Als gelernter Straßenbauer haben Sie die besten Aussichten auf einen sicheren Job. Mehrere hunderttausend Straßenkilometer zu erhalten und dem stetig steigenden Verkehrsaufkommen in der Mitte Europas durch innovative Verkehrswegeplanung Rechnung zu tragen, sorgt dafür, dass auch in Zukunft den Straßenbauern die Arbeit nicht ausgeht. Nutzen Sie unser umfangreiches Aus- und Weiterbildungsangebot. Setzen Sie auf eine Karriere in der Bauwirtschaft. Wir informieren Sie gern über Ihre Möglichkeiten.